Heute habe ich was ganz Gefährliches gemacht. Angesichts dieser dramatischen Wettersituation war ich an einem Badesee. Ja, Badesee. Mhm. Die Menschen dort haben das Wetter genossen. Die waren schwimmen, die lagen in der Sonne, die lagen im Schatten, Kinder haben im Wasser gespielt. Unverantwortlich. Grüße Sie und grüße euch. Da war ich allerdings dienstlich, um eben das Wetter noch zu begleiten die kommenden Tage. Und dann, da sollten wir jetzt aber mal drüber reden, das ist jetzt weniger lustig, am Sonntag. Da haben wir es mit einer Unwetterlage zu tun und wahrscheinlich wird da ein regelrechtes Monster entstehen. Wenn das am Horizont erscheint, dann nichts wie nach drinnen. Die heutige Luftmasse, die über uns lag, die war ja schon sehr heiß. Die Luftmassentemperatur lag zwischen 16 und 20 Grad in 1500 Meter Höhe. Und am Freitag wird sie auch nochmal in diesem Bereich liegen. Es wird nur 1-2 Grad wärmer werden, weil sich die Hitze jetzt auch gesetzt hat und aus einer warmen Nacht so richtig losstarten kann. Allerdings haben wir es mit zwei kleineren Tiefs zu tun. Das sind so ganz, ganz kleine isolierte Gewittertiefs. Und ein strukturierteres Tief kommt am Horizont rangezogen. Das wird uns am Samstag im Nordwesten streifen und hier die kurze Abkühlung bringen. Das ist dann die Luftmassentemperatur am Samstagnachmittag mit der kurzen Abkühlung, die jetzt wieder ein bisschen nach oben gerechnet wurde. Nichtsdestotrotz kommt hier mit Wind eine andere Luftmasse an und den Sonntag behandeln wir gleich. Gehen wir auf die Gewittergefahr des morgigen Tages. Es werden am Abend und in der Nacht vor allen Dingen über den Benelux-Ländern und Frankreich noch einzelne Gewitter entstehen und die wachsen zu einem Cluster zusammen und werden uns im Laufe der Nacht im Nordwesten streifen und morgen zum Sonnenaufgang sind noch letzte Schauer unterwegs. Tagsüber lösen sich die auf und am Nachmittag entstehen da, wo dieses eine Tief war und das andere Tief hier, einzelne lokale, teils heftige Gewitter und wahrscheinlich auch über den Niederlanden wird noch eine Front entstehen. Sonst sind ganz vereinzelte, aber heftige Gewitterzellen unterwegs und gegen Abend wird sich das Ganze nochmal intensivieren. Einmal rund um den Harz, einmal rund um Schleswig-Holstein und Hamburg, im äußersten Nordwesten und aus den Alpen heraus bis in den Schwarzwald und ins Alpenvorland. Hier haben wir die höchste Gewittergefahr. Die Temperaturen erreichen dazu recht einheitlich 29 bis 36 Grad. An der Nordsee ist es ein bisschen kühler, auch an der Ostsee mit auflandigem Wind. Am Samstagnachmittag geht es eigentlich. Wir haben weiterhin diese tropische Luftmasse in der Südosthälfte mit einzelnen Schauern und Gewittern von Böhmen über das Erzgebirge bis zum Thüringer Wald und in den Alpen. Dieses Ding zieht wahrscheinlich im Laufe des Abends weiter nach Nordosten und bringt uns vom Stettiner Haff bis nach Böhmen ein paar teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Auch da wird es nicht jeden treffen, aber das kann eben passieren in dieser Luftmasse. Ansonsten bleibt es recht schön und heiß. Im Nordosten werden vor den Gewittern noch bis zu 35, sonst 26 bis 32 Grad erreicht, die sich allerdings heißer anfühlen werden als die Temperaturen, die wir am heutigen Donnerstag hatten. Und im kühlen Wind sind es im Nordwesten 18 bis 25 Grad. Und jetzt müssen wir über den Sonntag reden, der zu einem Unwettertag werden kann und wahrscheinlich auch wird. Schauen wir uns mal nur die Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe an. Da haben wir rund um das Salzburger Land 27 Grad. Das ist wahrscheinlich nur ein theoretischer Wert, der hier gerechnet wird, aber wir gehen mal davon aus, über 20 Grad hier im Südosten. Eine irre heiße Luftmasse und die ist ja auch feucht und hat entsprechend Energie. Und da liegt eine Kaltfront. Die Temperaturen gehen nur auf unter 15 Grad zurück. Dahinter steigen sie wieder an und die nächste Kaltfront kommt da, aber das ist alles zu Wochenbeginn. Auf jeden Fall steckt hier ganz viel Musik drin. Wenn wir uns den Bodenwind anschauen, haben wir hier östliche bis südöstliche Winde, die in diese Gewitterzone reinlaufen und auf der anderen Seite ziemlich Bögen West- bis Nordwestwind. Da kann es zu einer Windscherung kommen und es ist eine irre Unwettergefahr, die sich auftut. Momentan wird es berechnet, etwa in einem Streifen losgehend von Hamburg über das westliche Thüringen quer durch Bayern bis eben Salzburg. Das ist momentan die Berechnung für ungefähr 17 Uhr am Sonntagnachmittag. Und wenn wir uns den Wind in 1500 Meter Höhe anschauen, das ist das noch auffälliger. Auch hier haben wir diesen Südostwind ziemlich kräftig und da liegt diese Zone mit Nordwestwind und die ballern aufeinander und das kann ganz schön was geben. Obendrein die theoretisch gerechneten Niederschläge von 12 bis 20 Uhr am Sonntag zeigen diese Linie von Gewittern hier. Die Hauptniederschläge werden weiter nördlich berechnet und das wäre dann in 6 Stunden hier etwas mit zum Teil
über 60 Liter auf den Quadratmeter. Also haben wir hier eine ganz große Unwetterzone am Sonntagnachmittag. Nochmal plakativ zusammengefasst. Schwerste Unwetter sind vom südlichen Niedersachsen bis nach Bayern und an den Alpenrand in Österreich möglich mit richtig satt Intensität. Drumherum haben wir auch eine erhöhte Gewittergefahr, aber wie es normale Sommergewitter sind, die auch mal unwetterartig ausfallen können. Aber die Monster werden Stand der Berechnung derzeit hier stattfinden. Und noch etwas zu den Gewittern und von Energie, auch wenn Wolken da sind oder Sahara-Staub. Zum Beispiel der Tornado, der F3, der am 3. August 2001 über Süddeutschland zog, hatte vorher ganz viel Saharasand in der Atmosphäre. Oder dieses Monster-Unwetter vom 12. Juli 1984. Das hatte gar keinen Sonnenschein davor, da war eine hochnebelartige Wolkenschicht und darüber ist das Ganze entstanden. Diese Luftmasse hat so viel Energie, da kann eine ganze Menge passieren. Das heißt, am Sonntag gilt übrigens für weite Teile Deutschlands, Österreich und der Schweiz Fenster und Türen zu, wenn ihr die Hütte verlasst. Zu Vorsicht einfach nur. Den Himmel gehen Westen und Südwesten im Auge behalten, wenn ihr draußen seid, nochmal beim Baden oder sonst wo. Schaut da immer hin, wenn da hinten so ein Monster auftaucht, nichts wie rein. Dann haben wir auch gerade zu Beginn der Gewitter eine erhöhte Tornado-Gefahr. Die Dinger können immer wieder bei solchen Wetterlagen auftreten und das gibt es in Deutschland einfach. Wären wir ein Bundesstaat der USA, wären wir im oberen Drittel. Wir haben ungefähr 40 bis 60 Tornados im Jahr. Die Dunkelziffer liegt etwa dreimal so hoch. Aber was so richtig Knülle wird, das sind Sturzregen, Orkanböen, Hagel und sogenannte Downbursts. Downbursts müssen wir uns so vorstellen wie Säcke voll kalter Luft, wie kaltes Wasser, die man einfach runterfallen lässt und die lösen dann so eine Böe aus, dass mitten im Wald zum Beispiel Bäume umstürzen. Und am Sonntag während und vor den Gewittern bitte keinesfalls in Wäldern aufhalten und im Zweifelsfall auch den Kindern sagen, die dürfen ja draußen spielen, aber die müssen den Himmel im Auge behalten und dürfen bitte nicht raus in den Wald. Bis morgen früh.